Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map 1.9 ohne Gräben. Ja, eine neue Aufnahmesession nach langer, langer Zeit. Ihr habt das vielleicht auch mitbekommen, ich habe mich in den letzten Tagen... vollkommen vertan, was irgendwie, so die Tage angeht, die wir gerade haben. Tut mir leid, sorry. Bin da etwas in der Woche verrutscht und in den Tagen und so. Da ist ein bisschen was schief gelaufen. Ja, soll nicht wieder vorkommen. Aber nützt ja nichts. Ich muss erstmal gucken, wo wir überhaupt sind, was wir gerade machen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade das erste Mal überhaupt wieder im Spiel drin. Hab gerade direkt angefangen hier. Okay, der steht hier auf Feld 3. Wir suchen auf Feld 3. Muss ich mal eben hier durchsetzen. Ah, die habe ich schon mal für die Aussaat vorbereitet. Ich erinnere mich. Sehr schön. Gut, ja, viel weiter war ich ja noch gar nicht. Der fährt. Der ist am Dreschen. Sehr schön, da sind wir. Ja. Wart ihr gestern im Livestream dabei von der Hauptfach? Habt ihr uns zugeguckt? Wie fandet ihr es? Wie steht ihr zu der Map? Das ist doch das Grasfeld 7. Heute Abend spielt Deutschland. Guckt euch das an. Was meint ihr? Also ich werde es gucken. Auf jeden Fall. Und danach wird es auch einen Stream noch geben, von der Hauptfach wieder. Okay. Ja, der hat irgendwas irgendwo hingebracht. Ja, das ist so ruckelt, ich jetzt daran, dass er die Shader Caches neu aufbauen muss. Feld 107. Ja. Damit müssen wir eigentlich alle am Laufen haben. Läuft hier die Produktion? Die Produktion läuft nicht mehr, weil Hackschnitzel voll. Okay, da müssen wir uns dann später drum kümmern. Ja, das waren meine fliegenden Paletten. So, Feld 3. Dreschen Sonnenblumen. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Das heißt, wir sind einmal durch. Das heißt, wir können uns jetzt angucken, wie der Mähdrescher da hinten im Kreis fährt. Nee, doch nicht. Wie unsere Ernte funktioniert. Ja. Mittwoch hat Fed ja schon mal so erste Informationen zur Nordfriesischen Marsch 2.0 rausgegeben. Größte Neuerung wird dann ja wohl das lang erwartete, der lang erwartete Umbau des zentralen Palettenlagers auf die neuen Skripte sein. Mal gucken, wie er das umsetzt. Da bin ich schon recht gespannt.
Und ja, aber es wird eben dieses Wochenende noch nicht veröffentlicht. Nächstes Wochenende. Mal gucken, aber bis wir soweit sind oder bis ich soweit bin, dass ich auf die 2.0 dann wechseln kann, das wird für euch noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt schon wieder ganz stark am Vorproduzieren bin, weil ich nämlich bald Ferien habe und in den Ferien dann irgendwie eine ganze Zeit nicht aufnehmen werde und ich möchte aber natürlich eigentlich schon meinen Veröffentlichungsrhythmus beibehalten, also die 9 Videos pro Woche. Aber ich kann es noch nicht versprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss gucken, wie ich damit durchkomme. Wie ich das zeitlich alles schaffe. Und ja, also ob ich das hinkriege, dass ich die ganzen Videos vorproduziere oder ob ich in den Ferien dann doch mal noch was aufnehme, kann ich euch noch nicht versprechen, dass das alles so reibungslos läuft, wie es jetzt läuft. Ich weiß auch noch nicht, wie es in den Ferien laufen wird. Ob es Livestreams geben wird oder nicht, kann ich wirklich, wie gesagt, noch nicht sagen. So, Weizen ist recht viel. Hier ist eigentlich alles. Leerpaletten bräuchten wir. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich würde zwar wetten können, ich habe hier erstmal Leerpaletten hingebracht, aber. Ja, scheinbar nicht. Na gut, Hopfen ist klar, haben wir. Kommt auch gerade Serie 7 durchdrehende Reifen, jetzt nicht mehr. Na, dann suchen wir uns doch mal einen Ballensammler. Ah, da steht doch einer. So, habe ich auch noch irgendwo einen Anhänger dazu? Ich gerne einen mit Anhänger. Ja, da kommt da der Abfahrer. Komisch, dass das so schräg ist, aber ist mir egal. Solange das funktioniert, interessiert mich das nicht weiter. Da steht auch nur so ein. Ist doch gar nicht. Hier steht ein Anhänger. Dann nehmen wir den jetzt und bringen mal die Hackschach hier die Pellets weg. Die verkaufen wir gleich. Die Kartoffeln, die bringen wir dann auch direkt zur Kartoffelproduktion, also ja, zur Kartoffelfabrik. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Wir haben auch noch Kartoffeln im Hofsilo. Werden bestimmt besser, wenn man sie noch ein paar Jahre da liegen lässt. Gleich mal überlegen, was wir denn jetzt alles ansehen wollen. Ja, es ruckelt jetzt ein bisschen, wie gesagt, Shader Cache muss neu aufgebaut werden, weil das letzte, was ich gemacht habe, war auf der Hopfach zu spielen. Und deshalb ruckelt es jetzt etwas. Das wird sich aber im Laufe des Spiels geben. Sag ich jetzt mal. Wie ist es mit euch? Habt ihr schon auf der Hopfach gespielt? Habt ihr vor, auf der Hopfach zu spielen? Wenn ihr schon drauf gespielt habt, wie findet ihr die? Da ja gerade so ein paar Querelen, dass er angeblich irgendwelche Objekte geklaut haben soll und ach, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was dahinter steckt. Kann ich nichts zu sagen. Ich finde die Map nett. Ich spiele sie gerne. Wir spielen sie im Livestream, im Multiplayer.
Und dann richtig mit Multiplayer Manager. Jeder hat seine eigenen, hat seinen eigenen Hof und sowas. Und das macht schon Laune. Ja, warum kippe ich das jetzt da ab? Weil ich die Kartoffeln natürlich jetzt nicht hier mit ins Heizkraftwerk bringen will. Das bringt mir natürlich nichts. Deshalb stelle ich die jetzt da hin. Und packe dann die... die Pellets von Hand da rein. Und die Dingenskirchen, Kartoffeln, die bringen wir da vorne zur Kartoffelfabrik. Kartonpaletten fehlen hier. Ne, Kartonpaletten gibt es noch ein paar. Weiße Ölpaletten gibt es auch, aber Kartoffelpaletten gab es keine mehr. Jo, dann läuft das auch. Wir verdienen noch ein paar Euro, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Aber wir haben ein Fahrzeug, mit dem wir fahren können. Mit dem wir oben zur Holzindustrie fahren können und Leerpaletten holen. Series 7 steckt im Verkehr fest. Na, das gucke ich mir gleich mal an. Und schon steckt er nicht mehr im Verkehr fest. Manche Sachen erledigen sich von selbst. Hier steht noch Hopfen am Wegesrand. Will uns das sagen? Dass wir hier Hopfen pflanzen sollen? Könnten wir eigentlich, ne? Naja, knapp 100.000 haben wir jetzt durch den Verkauf der Pellets erhalten. Das ist doch gut. Ist nicht die Welt, aber ist auch nicht nix. Also. Series 7 steckt schon wieder im Verkehr fest. Da muss ich mich da tatsächlich gleich mal drum kümmern. Was macht eigentlich unsere Haferflockenfabrik? Wir haben noch so viel Hafer dahin gebracht. Die muss auch schon voll sein bis nach oben. Da wird man ja ganz besoffen bei. So, dann wollen wir mal gucken, was er hier hat. Series 7 steckt im Verkehr fest. Abfahrer entlassen.
Schlüsseln. Was auch mal der jetzt vorhat. Ich will's gar nicht wissen. Er soll einfach machen. So, da sind wir wieder. Für uns geht's jetzt zurück zur Brauerei. Und das war's auch schon für die erste Folge heute am Samstag. Heute Abend 20 Uhr. Deutschland gegen, was war? Schweden? Ich glaube, gegen Schweden spielen wir heute, oder? Ich weiß das gar nicht, ey. Verzeiht mir. Ich bin nicht so der Fußballfan. WM gucke ich, deshalb gibt es heute Abend auch erstmal nicht um 19 Uhr wie sonst einen Livestream, sondern erst so ab 22 Uhr oder so. Also nachdem das Spiel beendet ist. Und ja. Mal schauen. Vielleicht auch Sonntag nochmal Livestream. Also ich muss mal gucken, wie mir gerade so die Lust und die Zeit steht. Wie gesagt, ich bin ja nun auch damit beschäftigt, hier die ganzen Single-Let's Plays aufzunehmen. Für die Ferien schon im Vorfeld. Und da müssen wir mal gucken, wie das zeitlich alles passt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst das, hinterlasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ja, kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage. Friesenjungen13. Und ja, viel wichtiger, schaltet nachher bei der zweiten Ausgabe an diesem Samstag wieder ein und guckt auch heute Abend beim Livestream vorbei. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao.